Es sollte ein deutliches Signal sein, das die Startbahngegner am Vormittag in Richtung der CSU-Staatsregierung sendeten. Auch 4 Jahre nach dem Bürgerentscheid zum Flughafenausbau sind die Gegner in Hab-8-Stellung und top motiviert. Wir wären jederzeit bereit, wieder in großer Masse auf die Straße zu gehen und gegen eine dritte Startbahn zu kämpfen. Politisch gesehen erwarte ich von der CSU, dass sie den Bürgerwillen ernst nimmt, dass jetzt endlich diese Spekulationen aufhören und dass dieses Damoklesschwert dritte Startbahn auch von der betroffenen Bevölkerung endlich abgenommen wird und die dritte Startbahn endgültig beerdigt wird. Immer noch lässt sich Ministerpräsident Seehofer Zeit, über die Startbahnfrage zu entscheiden. Der Druck aus den eigenen Reihen und der Wirtschaft, wo massiv auf den Ausbau gedrängt wird, ist längst gestiegen. So auch die Zahl der Flugbewegungen, die im Erdinger Moos 2015 bei knapp 380.000 Starts und Landungen lagen, ein Plus von 0,9%. Ich sehe noch keine Trendwende. Jetzt haben wir gerade einmal 1,9% Steigerung bei den Flugbewegungen in diesem Jahr. Und da muss man ganz deutlich sagen, da hat die FMG massiv Flugbewegungen zugekauft mit Subventionen. Die Wahrheit ist ja, dass es einen Austausch gegeben hat. Die Maschinen wurden größer, jetzt sind die Maschinen ausgetauscht und jetzt steigen deswegen auch wieder die Zahlen für Starts und Landungen. Schmidt befürwortet eine dritte Startbahn, sagt aber auch, dass für eine Realisierung ein erneuter Bürgerentscheid gebraucht werde. Wann? Ja, das ist eine Frage, die man einvernehmlich mit allen Gesellschaftern auch treffen muss. Hier ist jetzt erst der Freistaat Bayern am Zug. Es gibt ja intensive Gespräche, wenn ich das richtig mitbekomme, zwischen Ministerpräsident Seehofer und der CSU-Landtagsfraktion. Und von dort wird man auf ein Signal warten. Das sind diese typischen Absatzbewegungen der CSU, was ich sehr schwierig und es auch schade finde, weil eigentlich sich die Stadt München ja gesagt hat, sie hält sich an diesen Bürgerentscheid. Und da finde ich, gilt das Wort des Oberbürgermeisters und auch des Stadtrats, dass man sich an diesen Bürgerentscheid von 2012 weiter hält. Die Startbahnbefürworter könnten womöglich Gefahr laufen, erneut einen Bürgerentscheid zu verlieren. Das ist auch Josef Schmidt bewusst. Ich glaube auch, dass die Lehre aus dem letzten Bürgerentscheid die ist, dass wir mehr Zeit brauchen, um die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen von der Notwendigkeit, aber vor allem auch emotional mitzunehmen. Ich glaube, es muss jeder ein bisschen mehr spüren, dass dieser Flughafen hier in der Metropolregion München, eigentlich in ganz Südbayern, eine ganz, ganz wichtige Funktion hat dafür, dass wir auch noch in 20, 30 Jahren, auch wenn das für viele noch weit weg ist, Arbeitsplätze haben, Wohlstand haben. Ich denke an die Zukunft. Ich denke an die Zukunft meiner Kinder und meiner Enkelkinder, die auch noch eine intakte Landschaft, ein Leben hier haben wollen, mit einer Umwelt, in der es sich noch zu leben lohnt. In der Flughafen-Nachbargemeinde Attaching dürfte das mit einer dritten Startbahn wohl nicht mehr möglich sein.